In diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, wie man jetzt einen Taster oder eben einen Button an das Arduino anschließen kann. Ein Button ist schon mal ganz interessant, weil wir damit auf dem Arduino auch Aktionen auslösen können und nicht nur wie mit der LED herumblinken können. Was brauche ich dafür? Ich brauche die alten Kabel von der LED, die wir auch bei der LED benutzt haben. Das rote, lange für die Spannung. Ein schwarzes Kabel für die Erde. Diesmal brauche ich einen etwas größeren Widerstand, und zwar von 10 Kiloohm. Dann brauche ich einen Button, der im Kit selbst ein bisschen auseinandergefallen ist. Also normalerweise wird es geliefert, das schwarze und das gelbe Teil sind getrennt. Man muss sie erstmal ineinander stecken, bis es richtig fest steckt und so richtiges Klick macht. Und dann brauche ich noch ein zusätzliches Kabel diesmal. Wie stecken wir es jetzt rein? Es ist wichtig, erstmal zu verstehen, dass hier der Button hat genau 4 Füße. Und diese 4 Füße, die entgegengesetzten sozusagen, die dürfen nicht elektrisch miteinander verbunden sein. Also muss ich sie genauso reinstecken hier zwischen diesen 2 Platten, damit sie eben nicht miteinander verbunden sind. Man muss es auch richtig doll reindrücken, damit es auch fest da drin sitzt. So, den Widerstand setze ich jetzt so, dass er zwischen dem einen Fuß hier auf der einen Seite steckt und direkt mit der Erde verbunden ist. Sozusagen hinter dem Taster. So, dann brauche ich die Spannungsleitung. Die geht auf der anderen Seite von dem Taster, auch vorne. Und die muss ich jetzt an 5 Volt anschließen. Das wäre hier dieser Pin. Da, wo eben Ground steht hier. Da, wo 5 Volt steht, Entschuldigung. So, die Erde, dann muss ich auch noch dafür sorgen natürlich, dass irgendwie wir das Arduino mit einem Pin verbinden auch, damit er irgendwelche Aktionen eben auslösen kann. Das mache ich, indem ich hier hinten den einen Fuß erwische. Das wäre das hier. Und dann an das gewünschte Pin anschließe, zum Beispiel an die 2. Das wäre hier der dritte Pin von unten. Und jetzt bleibt uns nur noch die Erde. Ohne Erde wird es nicht funktionieren. Die verbinden wir, wie wir schon wissen, einfach hier irgendwo in der blauen Linie verbinde ich es mit irgendeinem der Grounds, wie zum Beispiel das hier neben dem 5 Volt. Und dann ist es auch unser Aufbau komplett. Jetzt kann ich es reinstecken in meinen Computer, um zu kontrollieren, was passiert. Erstmal passiert nichts Interessantes, weil der Button ja nicht so richtig im Programm mit aufgenommen wurde. Der reagiert gar nicht. Um auszutesten, ob der Taster geht, werde ich diesmal nicht ein selbstgeschriebenes Programm benutzen, sondern eben eins von den Beispielen im Arduino IDE. Dafür gehe ich auf File, Examples, Digital und danach sagen Button. Als erstes werden wir das einfach ausprobieren und danach erkläre ich Ihnen gerne auch den Code. Ich kompiliere das einfach und brenne es auf das Arduino. Scheint alles gut zu gehen. Im Moment sieht man wieder gar nichts, aber was würde passieren, wenn ich jetzt diesen Taster drücke? Sie sehen, jedes Mal, wenn ich es drücke, leuchtet die LED auf. So. Wie haben wir das erreicht? Schauen wir uns den Code zusammen an. Erstens definiere ich hier 2 Int-Variablen, die mit const vorne versehen sind. Const steht dafür, für eine Konstante steht das. Und das bedeutet, diese Variable darf im Laufe des Programms gar nicht geändert werden. Die muss eben so bleiben. Und wenn jemand versuchen würde, sie zu verändern, dann gibt es eine sogenannte Warnung beim Kompilieren. Button Pin wird als 2 benutzt. Sie erinnern sich bestimmt, dass wir hier den Button auch an das Pin 2 angeschlossen haben. Die LED Pin ist immer noch die 13. Das ist in diesem Fall einfach unsere interne LED. Und wir definieren uns auch eine zusätzliche Variable, die nicht const ist. Das bedeutet, sie darf verändert werden. Und die benennen wir Button State und initialisieren sie mit einer 0. In der Setup-Funktion mache ich 2 Sachen.
Erstens, ich definiere den Pin-Mode, also ich setze die LED-Pin auf ein sogenanntes Output. Das würde bedeuten, dass ich diesem Pin immer Kommandos setzen kann, aber nichts daraus rauslesen kann. Aber ich kann es verändern und die Spannung dort verändern. Umgekehrt sage ich beim Button-Pin, setze ich es auf Input. Das bedeutet genau umgekehrt. Dort wird die Spannung eben ausgelesen und nicht geschrieben. Das bedeutet, ich kann jetzt aus dem Button-Pin irgendetwas herauslesen und auf die LED-Pin irgendetwas schreiben. Mit anderen Worten, die Spannung entweder anlegen oder auslassen. Als allererstes lese ich den Zustand des Button-Pins aus. Mit anderen Worten, ich stelle fest, ob die Spannung dort anliegt oder ausbleibt. In Button State wird es gespeichert und Button State kann zwei mögliche Werte einnehmen. Entweder ein High oder eben ein Low. High und Low sind so definiert, dass man sie mal unterscheiden kann. Das werden wir etwas später unter booleschen Variablen auch lernen. Im Moment interessiert uns nur Folgendes. Ich kann immer, das ist hier das neue Konstrukt in diesem Video, dass wir eben einen If-Statement haben. Wir fragen, wenn die Button-State high, als High ausgelesen wurde, also da liegt Spannung an, dann möchte ich auf die LED auch High anlegen. Das würde bedeuten, wenn der Button gedrückt ist, dann bitte die LED anmachen. Wenn das nicht der Fall ist, also else, dann setze ich die LED auf Low. Und genau das beobachten wir auch beim Arduino hier, wenn wir zurückkommen. Wenn ich den Taster drücke, so lange bleibt auch die LED an. Und wenn ich es wieder loslasse, dann bleibt die LED wieder aus. Und ich kann das ganz schnell machen und ich kann es auch ganz lange drücken. Wichtig eben und neu für uns in diesem Video ist dieser Konstrukt if-else. Schauen Sie sich den ganz genau an, wie das funktioniert. Es ist immer eine Frage, hier eine sogenannte boolesche Ausdruck. Und diese Doppelgleich ist kein Fehler, kein Tippfehler, sondern es ist sehr, sehr wichtig, dass man es eben doppelt macht, weil das keine Zuweisung ist, wie bei einer Variable, wie hier oben zum Beispiel. Das ist eine Zuweisung. Und das hier ist eben ein Vergleich. Ich vergleiche Button State mit dem Wert High, was auch immer das ist. Das interessiert uns heute eigentlich gar nicht. Und else vergleicht nichts mehr. Das sagt einfach, wenn das nicht wahr war, was hier oben passiert, dann mach eben was anderes. Das heißt, diese zwei Abschnitte des Codes hier, diese zwei Code-Snippets, die werden entweder oder ausgeführt. Also entweder ist dieser Ausdruck hier wahr und dann wird die LED auf High gesetzt oder eben es ist falsch und dann wird das auf Low eingesetzt. Also entweder oder.